Und das sind Fuchs, Morgan, Jaro, Sammy, Alexi, Beppo und Leonard. Ja, wie schon gesagt, wir sind die Gruppe ID-Stack und wir hatten uns damit beschäftigt, dass es heutzutage super viele Seiten gibt, über die wir vernetzt sein. Ganz viele verschiedene Sachen, wo wir sehen können, spielt da gerade jemand, was macht die Person. Allerdings ist es sehr aufwendig, jedes Mal, wenn man so Zeit hat und vielleicht mit Freunden sehen will, was die machen, durch die ganzen Seiten durchzugehen und zu schauen, ist da jemand online oder was spielt die Person. Und deswegen hatten wir uns damit beschäftigt, eine Seite zu machen, die das löst. Genau, unser Ziel war es also, einen zentralen Punkt zu bilden, also eine Website, auf der man sich ein Konto erstellt und dann seine Freunde hinzufügen kann, damit man auf dieser zentralen Website dann sehen kann, wer gerade wo online ist und vielleicht welche Musik gerade gehört wird und welches Spiel gespielt wird. Der Witz dahinter war halt, dass man Freundesgruppen gibt, also es gibt Gruppen von engen Freunden und normalen Freunden und man kann halt Benutzer diesen Gruppen zuordnen und einstellen, welche Gruppe jetzt was sehen kann. Also man kann sagen, meine engen Freunde sehen, welches Spiel ich gerade spiele und welche Musik ich höre, aber meine normalen Freunde, die sehen nur, welches Spiel ich gerade spiele und nicht, was für Musik ich so höre. Genau, wir haben verschiedene Technologien benutzt, einmal Figma fürs Design, genau, um das Konzept quasi vorher einmal fertig zu machen und wir haben das dann umgesetzt ins Weltkit, das ist ein JavaScript-Framework, wo damit haben wir quasi dann das Backend und das Frontend umgesetzt. Um die ganzen Daten zu speichern, haben wir Datenbanken genutzt und diese mit Prisma aufgestellt und ja, benutzt. Und da wir ja wissen mussten, wer gerade was macht, haben wir APIs benutzt und wir hatten jetzt testweise einmal die Spotify API, Discord API und Steam API implementiert. APIs sind Schnittstellen, die Dienste bereitstellen können wie Steam oder YouTube oder Spotify und mit denen kann man dann Daten abrufen von zum Beispiel einem Nutzer. Und bei Spotify kann man dann zum Beispiel sehen, welche Musik ein Nutzer gerade hört oder welche Top 10 Künstler ein Nutzer gerade hat. Datenschutz ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Zum einen speichern wir nicht einfach komplett euer Passwort ab, sondern es wird einmal verschlüsselt, dass wir damit auch dann nichts mehr anfangen können, sondern nur noch zum Vergleichen, ob ihr das Passwort richtig eingegeben habt. Wenn ihr angemeldet seid, braucht ihr auch nicht tausendmal eure Daten wieder an uns senden, sondern ihr bekommt einen schönen JSON-Web-Token, wodurch ich euch dann einfach nur für die kürzeste Zeit einfach nur einmal anmelden müsst und dann werden auch eure Daten nicht die ganze Zeit wieder zu uns gesendet. Die Daten, die wir bekommen, wie zum Beispiel, was ihr gerade hört, werden wir nicht verwenden zum Tracking. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das nicht verwenden. Und auch eure Freunde können nicht einfach alles sehen, sondern mit unserer Datensichtbarkeit, die einstellbar ist, könnt ihr ganz genau sagen, wer was wie sehen soll. Designtechnisch haben wir uns recht simpel und modern gehalten mit einem, auf jeden Fall haben wir probiert, ein sehr intuitives User-Interface zu bauen, was einfach zu verstehen ist und ohne viel Schnickschnack. So, beginnen wir jetzt mit einer Live-Demo. Da wird euch Jaro einmal durchleiten. So, müssen wir ganz kurz hier aufwärts warten. Wir sehen ja einmal unsere wunderschöne Homepage direkt. Haben wir, wie gesagt, simpel gehalten, ein Knopf, alles, was man braucht. Fangen wir an mit unserer Login- und mit unserem Login- und Registrierprozess. Wir haben jetzt hier gerade noch keinen auf dem Rechner jetzt auch kein Account, bedeutet, wir erstellen mal ganz kurz einen. Das ist unser Dashboard. Alles noch in der Arbeit. Unten sehen wir jetzt erstmal unsere Connections, welche Accounts verbunden sind mit im Endeffekt diesem Profil hier. Darunter ein kleines About Me, das ist jetzt natürlich, weil der Account ganz neu ist, noch nicht existent, noch keine Pronomen festgesetzt, kein gar nichts. Was wir aber haben, ist ein wunderschönes Freundesystem. Bedeutet, wenn wir mal ganz kurz diesen kleinen Freunde-Einladen-Knopf da benutzen, können wir einen Freundeslink an unsere Freunde schicken, whatever, und die können uns darüber dann als Freund hinzufügen in dem Ganzen. Wir schicken jetzt ganz kurz einen Link hier an Sammy, der klickt den an, kannst auch mal einen Link zurückschicken noch. Bekommen wir auch noch einen von Sammy. Und sehen dann,
der Text ist veraltet, aber sehen, dass wir jetzt Sammy als Freund hinzugefügt haben. Wenn wir jetzt mal auf unser Dashboard gehen, da haben wir oben rechts das Menü. Unser Dashboard sehen wir da jetzt auch schon Sammy drauf, auch noch kein Profilbild festgesetzt. Und unten schon ein paar Freunde, die über unsere externen Plattformen geholt wurden, wie zum Beispiel mit wem wir auf Spotify folgen, mit wem wir auf Steam befreundet sind, sehen wir da, wer was hört, wer was spielt. So viel dann dazu. Das Ganze versendet auch schon wunderschöne E-Mails, falls du das immer sagen magst. Wir haben einen noch, basically, als wir Zeit hatten, ein E-Mail-System dahinter gebaut, dass man immer mitbekommt, wenn Freunde deinen Link anklicken. Was wir natürlich nicht wollen, ist, man teilt viel Informationen auf dieser Plattform. Wir wollen nicht, dass wenn du einen Link, so einen Freundeslink rausgibst, der nachher noch hinter deinem Rücken weitergeschickt wird und dann Leute alles Mögliche über dich sehen, von denen du gar nicht willst. Bedeutet, wir gucken ganz klar, dass du immer weißt, wer sieht, was du machst. Präsentation. Zur Zukunft des Projekts. Wir wollen das Projekt natürlich gerne fortführen. Wir sind leider noch nicht ganz fertig geworden, wie man natürlich gesehen hat. Verbessern und erweitern, ebenfalls mit einem Aktivitätsverlauf. Anstatt nur Live-Aktivität anzuzeigen, wollen wir auch die Möglichkeit anbieten, seinen Aktivitätsverlauf online zu stellen, dass Freunde sehen können, was habe ich in der letzten Zeit gemacht, wofür interessiere ich mich in der letzten Zeit, sowas. Deshalb haben wir auch spezifisch vorhin über das Tracking geredet, weil es ist natürlich eine Form des Trackings, allerdings werden die Daten nicht weiter verarbeitet als für die Anzeige. Wir haben uns eigentlich auch schon auf eine Domain schön gesetzt. Falls wir das Ganze in den nächsten Tagen online stellen werden, findet ihr uns unter ID-Stack. Domain da. Zum Schluss wollten wir uns natürlich bedanken bei unseren Mentoren Hanno, Yuki und The One with the Braid. Und natürlich auch allen anderen von JugendHackt, die das Projekt unterstützt haben und uns das hier ermöglicht haben. Und ganz am Ende nochmal ein großes Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.